Kommen wir zum ersten Titelmatch dieses Abends. Und zwar geht es um den WFD Television Title, das natürlich gesponsert wurde von One2Slap und WrestlingFever.de. Hier ist der Herausforderer, The Flame, Dave Blaine. Ja, ist hier bei der OWG nicht beliebt. Ja, wie wir wissen, IWS Team, letzte Veranstaltung, Conquest. Ja, und dieses Match wurde dann auch angesetzt. Ja, denn Adit Alia, den wir jetzt gleich hier im Ring sehen werden, bei Conquest gegen Martin Guerrero und beim Interview Dave Blaine attackiert Adit Alia. Und da sind wir mal gespannt auf dieses Match. Ja, Dave Blaine hat schon so seine arrogante Art. Das gefällt natürlich den Fans nicht. Und sie wollen sehen, wie Adit Alia ihn auch den Hintern versohlt. Und hier der Ref, der Dritte im Bunde hier bei der OWG. André, die geilste Glatze aus Erding. Kündigt jetzt hier an, das Match kann jetzt starten. Ja, und Adit natürlich hat sich hier sehr beliebt gemacht. Und jetzt kann er endlich mal Rache nehmen an Dave Blaine. Ja, die zwei kennen sich auch schon, hatten schon einige Matches gegeneinander. Auch sehr interessante Matches, wie ein Blindfold-Match. Wurde aber nicht hier bei der OWG ausgetragen, und zwar bei Wrestling Switzerland. Ja,
schöner Dropkick hier von Ardit Aliyah. Ja, richtig motiviert. Ja, ganz zum Ende wird er jetzt nicht kommen. Sah schon der Ansatz zum Shining Wizard an, aber... Ja, Ardit in die Seine. Und da kommt der Dive nach draußen gegen Dave Blaine. Wird dafür für diese Aktion gefeiert, Ardit Aliyah. Ja, aber jetzt geht's hier wieder zurück zum Ring. Ja, da hat Dave Blaine ja keine Lust. Geht wieder aus dem Ring. Oh, Eselstritt hier von Dave Blaine. Ja, da bearbeiten sich gegenseitig. Aber die Oberhand, oh, mit einem Job hier für Ardit Aliyah. Und Ardit Aliyah will weiterhin auch Champion bleiben. Ja, das war wohl nichts. Und da bearbeitet weiterhin Ardit Aliyah Dave Blaine. Ja, Dave Blaine kommt nicht so richtig in das Match hinein. Boah, German Suplex hier von Dave Blaine gegen Ardit. Das kann man 1, 2. Ja, nur bis 2. Aber was für eine schöne Aktion hier von Dave Blaine, muss man schon sagen. Ja, da verspottet er die Fans. Sollte er doch mal nicht machen, Dave Blaine. Ein Job hier von Dave Blaine. Ja, das tut selbst den Ref André weh beim Zuhören. Ja, Dave Blaine hat jetzt hier in das Match zurückgefunden. Ja, wird er sich auch den Gürtel holen können? Ja, von ein paar Fans gibt es Applaus, aber ja, Dave Blaine bleibt weiterhin als einer der unbeliebtesten Wrestler hier bei der OWG. Ja, Halfposten hier jetzt von Dave Blaine. Wird Ardit Aliyah jetzt aufgeben? Wird er den Gürtel verlieren? Ja, der Ref zeigt es an. Bis jetzt nicht. Ja, er kann sich an den Seilen retten. Ja, Dave, ja, jetzt lässt er auch los. Ja, Ardit kommt jetzt hier zurück. Ja, mit Elbows und Schlägen. Ja, Whip ihn jetzt hier. Ja, da war schon sehr hart ausgeführt von Dave Blaine. Ja, verhöhnt hier weiterhin Fans und Ardit. Angerannt, aber Ardit Aliyah, ja, kann sie jetzt auch hier befreien. Doch jetzt hier leider nicht. Da muss er auf die Matte. Ja, Dave Blaine will jetzt hier den Sack zumachen. Aber nicht mit Ardit Aliyah. Ja, was ist jetzt hier? Kleine Umarmung für andere. Ein faire Aktion hier von Dave Blaine. Der Eselstritt an die Weichteile. Clothesline. Ja, wird sich Ardit Aliyah davon erholen können? Ja, nur bis 2. Da hat noch Ardit Aliyah Glück gehabt. Ja, pusht sich jetzt hier hoch. Die Fans unterstützen ihn dabei. Ja, Dave Blaine lässt hier nicht nach. Ah, da kommt Ardit Aliyah zurück. Ja, doch nicht. Ja, Suplex, nein, doch nicht gekontert von Ardit.
Ja, aber jetzt beim zweiten Mal. Oh, das ging auf die Schulter, auf den Nacken. 1-2. Ja. Ja, 2, ja. Peace-Zeichen von Dave Blaine. Ja, wenn man überlegt, Aden Alia hat schon einige Brocken überlebt. Ja, Splash jetzt hier von Dave 1-2. Ja, da kommt auch Aden Alia raus. Aber jetzt kommt Aden Alia doch so langsam wieder ins Match zurück. Uppercut, ja. Er ist natürlich auch noch gezeichnet vom Match. Weil es gab ja schon ein paar unfaire Aktionen von Dave Blaine. Ja, Dave Blaine will jetzt hier wohlmöglich zum Ende kommen. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh, das zu denken. Ja, da kann sich Aden Alia wieder befreien. Ja, wieder mit einem Tritt. Ja, da kommt er angesprungen. Double Dropkick hier von Aden Alia. Ja, jetzt die Fans feuern hier Aden Alia an. Ja, und in Shawn Michaels Manier Aden Alia wieder auf den Beinen. Kommt jetzt sein Finisher? Nein, noch nicht. Es war eine Clothesline. Noch eine hinterher von Aden Alia. Kommt Nummer 3. Ja, nee, doch nicht. Ja, Elbow. Ja, da hat doch Aden Alia ein paar Probleme mit seinem Knie. Ja, da zeigt das an. Kommt jetzt hier die Moonsault von... Aden Alia kommt auch vom zweiten Seil aus. Das Cover war es. 1-2-3. Das war knapp. Das hätte sein können für Dave Blaine. Aber doch keine Titelverteidigung von Aden Alia. Ja, der Ref zählt hier auch beide Wrestler an. Aber Dave Blaine kommt jetzt hier auf die Beine, aber auch Aden. Eine Ohrfeige jetzt von Aden Alia. Eine zurück von Dave Blaine. Ja, ein Schlagabtausch zwischen den beiden. Ja, wer wird diesen Schlagabtausch für sich entscheiden können? Ist es Dave Blaine oder vielleicht auch Aden Alia? Es sieht nach Aden Alia aus, aber man merkt, er humpelt noch ein bisschen. Boah, was für eine Clothesline hier von Aden Alia. Jetzt sollte eigentlich ja, das Cover folgen, aber man merkt, Aden Alia mit Problemen. Aber selbst Dave Blaine muss mit sich kämpfen. Ja, da fragt auch der Ref André nach. Ja, wenn er aufgibt, Aden Alia, dann wird er auch seinen Gürtel verlieren. Aber was macht Dave Blaine hier? Ja, die Ringpolster. Da sieht man auch die Schmerzen an Aden Alia auf die Ringecke. Ja, Konter hier von Aden Alia, aber kann man, wo ist der Ref? Oh, André, jetzt hat er es gemerkt. 1, 2, 3.
das war's doch noch nicht. Aber Adet Aliyah, ja, bleibt weiterhin dran. Aber man merkt, er hat Probleme. Ja, kommt jetzt sein Finisher den Shining Wizard? Nein. Dave Blake kann auffangen. Das Wallet Driver. 1, 2, 3. Adet Aliyah. Ich kann es jetzt gerade nicht glauben. Verliert hier seinen WFD Television Title gegen The Flame, Dave Blaine. Ja, nach 360 Tagen Adet Aliyah als erster WFD Television Champion verliert hier bei der OBG Mighty 2024 seinen BFD Television Title gegen The Flame, Dave Blaine. Ja, die Fans, ja, sind wahrscheinlich auch schon etwas geschockt. Mit dem hatten sie jetzt gar nicht gerechnet. Wenn man überlegt, wen Adet Aliyah bisher besiegt hat, da waren Namen wie Mark Empire, Ace, Martin Guerrero war auch mit dabei und Dave Blaine ist neuer WFD Television Champion. Ja, liebe Fans, ich kann es jetzt auch nicht so ganz glauben, dass dieser Titelwechsel jetzt zustande kam. Ja, was werden wir in Zukunft noch sehen? Hier von Dave the Flame Blaine.